Ja, gestern waren wir hier stehen geblieben. Wir waren U2 geworden. Wir haben Kudosch erhalten. Objekte freischalten. Nee, ich will das erst. Aha, ist so Bänke. Ja, okay, gut, mach mal so. Energy Drinks, geil. Aber brauche ich noch nicht so. Geschenkladen. Ui. Nee, aber ich will erstmal sparen. Solche zum Beispiel sowas Geiles hier. Drachenstücke. Wir arbeiten nicht kostendeckend. Was ist denn da los? Wir müssen auch so viel verdienen, ey. Herr Inspektor, ich hoffe, es ist alles okay. Wir haben hier super Personal. Ui, das ist auch super. Wir müssen ganz viel Geld verdienen. Ja, stets aufmerksam sein ist immer gut. Oft euch auch essen. Oh nee, da. Nein, macht's doch, repariert's doch lieber. Ist jemand gestorben? Zwei Klos sind besetzt. Was sagt der Gesundheitsinspektor dazu? Ah, jetzt sind sie wieder frei. Wo sind der jetzt hin? Ah, er verlässt. Ah, gut. Ja, wir haben genug. Bärlösköpfchen. Wie viel sind sieben? Ja gut, ne? War denn dafür noch Kapazitäten? Oh, auf jeden Fall noch ein paar Bänke. Ach du Scheiße. Nächster bitte. Wir brauchen einen Arzt hier. Aber in der Station können mehrere, das ist schon mal gut. Es dauert einfach hier viel zu lange. So. Jetzt haben wir dieses Jahr gewonnen. Ja, sieht schon mal gut aus, glaube ich. Arzt des Jahres werden wir. Natürlich. Krankenpfleger des Jahres. Auch wieder geil. Diesmal haben wir bestimmt den Hausmeister des Jahres, oder? Nee. Assistent des Jahres kann man schon mal gewinnen. Aber der Arbeitgeber des Jahres, oder? Natürlich. Keine Todeszelle haben wir, glaube ich, nicht gewonnen. Ja. Höchstes Prestige? Ich glaube auch nicht. Patientenpreis? Ja, aber immerhin einen mehr als letztes Jahr. Ist gut. Kann ich denn noch mehr Geld verdienen? Willkommen in Camouflage Falls, demnächst im Two Point County. Camouflage Falls geht zu langsam voran. Nichts zu verbergen. Ah, da haben manche nichts zu tun, aber egal. Ja, gut.
Haben aber schon ordentlich verdient. Stimmt, ich habe immer noch einen Assistenten. Neuer ist eingestellt. Ah, komm. Die Scheißleute kann man ja mal rauswerfen. Ich nehme nur noch 4 Sterne eigentlich. Oder? Oh, 6 haben wir geschafft. Wenn du das noch schaffst, dann sind wir ein super Krankenhaus. 17 Tage noch? Nice. Das hat ordentlich Geld gegeben. Krankenhaus läuft einfach. Super, das hätte ich nicht sagen dürfen. Da ist einer verstorben. Was macht man da jetzt? Naja, weg ist er. Nein, wir behalten dich. Du machst das ziemlich gut. Ist doch hier die Stimme von Meredith von Grey's Anatomy. Kopfkrabbelbefall. Krabben. Was ist das denn? Oh. Sieht nicht so gut aus. Das ist schneller als diese Glühbirnenkrankheit. Kann man noch einen neuen Arzt einstellen, der ist super. Das war ein Krankenpfleger, egal. Ach nee. Komm, ist hier noch 100.000. Aber es kommen einfach nicht so viele Leute. Sehen einfach die Leute. Ihr müsst alle zu uns kommen. Ja, nein, gehen Sie nicht weg. Sie sind doch krank. Im Kopf. Super. Warum sitzt der Arzt da? Ja gut, ne? Ich war das nicht, ne? War jemand anderes? Da ist schon wieder jemand gestorben. Warum sterben denn hier so viele Leute weg? Aha, aber Zeit zum Umziehen ist noch. Jetzt auch noch aus dem Raum raus. Und wann werden die zu Geistern? Ah. Tails, los. Gut gemacht. Um noch 50.000. Lauf mal. Geht immer schneller voran. Wer wartet denn jetzt wo? Braucht man hier für. Was braucht man hier eigentlich für? Assistent oder Arzt? Krankenschwestern, okay. Ja, ich meine mit Assistenten. Der Assistent sind ja hier vorne, stimmt ja. Krankenpfleger, was? Nee, die sind immer wichtig. Ja, gut. 6 sind vielleicht ein bisschen zu viel. Tja, tut mir leid, aber sie sind derzeit der schlechteste. Traurig, aber wahr. Aber den mit dem Glühbirnenkopf hier, der bringt ordentlich Geld ein. Mir 8.000 ein. Nicht Pause machen.
Arbeiten. Okay. Dürfte nicht schlafen. Ey, ist der jetzt echt gestorben? Dein Ernst? Wenn du noch einmal einen sterben lässt, dann wirst du gefeuert. Vielleicht. Oh, das ist ein schlechter. Ein schlechter Doktor. Soll mal gucken. Kann man den eigentlich... Job... Kann den Jobs da? Dann dürft ihr nicht mehr in den wichtigen Sachen arbeiten, ihr alle. Oh, geil. 3 Sterne bewertet, ja. Okay. Und jetzt? Gibt's hier nichts mehr zu tun. Keine Ziele mehr. Ja gut, dann haben wir Hogsport jetzt abgeschlossen. Und dann das nächste dran. Es gibt mir ordentlich Geld. Was ist das? Enthaarung, nee. Oh Gott. Was ist das denn? Eis im Feuerbrunnen, ja. Ja, ich mach das einfach mal alles, ne? Mandere durch die Gründung eines zweiten Krankenhauses, ja. Das machen wir jetzt. Lower Bullocks, okay. Psychiatrie bauen, okay. Psychiater Ausbildung, ja. Okay, ich soll eine Psychiatrie bauen. 3x3. Guck mal in die Ecke. Jetzt. Hallo. Warte mal. Mal so. Als ob ich jetzt eine Psychiatrie bauen muss. Ja. Das ist schlecht. Wir nehmen ganz viele Psychiatriepatienten auf, das ist okay. Krankenhausstufe 3. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall eine Arztpraxis. Ah ne, da ist schon eine, oder? Ja. Dann brauchen wir eine Apotheke. Machen wir die hier zu den Bänken. Oder ne, warte mal. Kann ich ja wegmachen irgendwie? Ne, oder hier hin. Ah ja. Krankenpfleger. Der ist gut in Station. Achso, die. Da brauche ich ja diesen Diagnoseraum. Ich nehme auch den für Station. Wo ist denn das? Kann ich ja hier daneben tun. Aber keine Ärzte? Nee, nicht abbrechen. Ein Arzt. Psychiatriestufe 2, das ist gut. Brauche ich ja derzeit. So, dann kannst du. Ja, du machst mal, kümmerst dich nur um die Psychiatrie. Ja, haben wir das schon mal gut verteilt. Hausmeister haben wir auch schon. Brauche ich eine fette Station, die mache ich hier oben hin. Weiß besser, wenn die größer ist, oder?
So, und ja. Neue Technologie, ja, bla bla. Irgendwas mit Technologie stand da. Machen wir die Betten hier hin. Nein, das ist kein Massengrab. Hätte es zwar effizienter bauen können, aber also ist auch okay. Easy Scan 2? Ist das der Easy Scan? Nee. Hä? Oh, den kann ich. Upgraden. So, und jetzt macht wer das Update? Der Hausmeister, oder? Ja. Auch ein Arzt in der Psychiatrie, Leute. Was macht ihr denn so lange? Oh, schnelles Tempo. Der ist auch super in Station. Mensch, nur Scheiß, Leute hier. Eine 100 Patienten. Okay, habe ich geschafft. Verbaler Durchfall, Geräteabnetz, Rockenrollitis, Scheiße. Warte mal, wir haben eine Station, wir haben eine Psychiatrie, wir haben kein Pausenzimmer und keine Entleuchtungsklinik. So, Entleuchtung ist jetzt vorhanden. Dann brauche ich jetzt noch Pausenzimmer und Toiletten. Oh, erst nur die Toiletten, die sind wichtiger, glaube ich. Naja. Es ist eben nicht so großes Krankenhaus. Das kriegt eben nur drei Toiletten. Ja, das Pausenzimmer wird ein bisschen kleiner aussehen müssen, denke ich mal. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja. So. Haben wir ein kleines Zimmerchen. Sitze, zwei Gebäude. Hä? Lol, man kann. Als ob. Einfach das Krankenhaus erweitern. Das sitzt zwar wahrscheinlich einiges was, aber. Ah, Töpferei muss ich bauen. Sag mal, da gibt es ja gar keinen Snackautomat. Kein Wunder, dass da kein Geld reinkommt. Kann ich jetzt auch mal die neuen Sachen probieren? Zeitsnack. Oh, hier ist ein normaler Snack und Getränke. Gut, ich habe es scheiße platziert. Da ist parallel. Ja, passt schon. Gut. Könnt ihr euch was Leckeres kaufen? Wehe, ihr kauft nichts. Kauft jetzt was. Sofort. Leute. Du sollst jetzt was kaufen. So, Pflanzen gehen ein. Ach, man kann sich ja auf niemanden verlassen. Ui. Das ist ein super Assistent. Ach, das gefällt mir alles noch nicht so. So, wen kann man denn mal feuern? Ja, gut, ne? Eigentlich niemanden. Töpferei, hier war's. 4x4? Ist das groß? Auch eine ordentlich fette Maschine. Die baue ich da jetzt einfach mal hin. Wir haben keinen Arzt. Komm, wir brauchen jetzt erstmal einen Ersatzarzt, okay. Aber ich dachte, naja, egal. Gut, Leute. Oh, Salznex bringt sogar 22. Nicht Pause machen.
Ach, da war sogar was. Getränkautomat, ja. So. Oh. Ja, ist gut so. Das Leben lernen bedeutet und das schlechte Dinge nicht ohne Grund geschehen. Wir haben keinen Platz. Sehr tief geschürft, Diana. Sehr tief. Ich krieg noch ein paar Sessel. Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Oh, wir haben keine finanziellen Mittel. Doch. Aber es wird schon ein bisschen knapper, ne? Wenn nicht, müssen wir Gehalt sparen und dann muss vielleicht einer gehen, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. So. Leute, wir brauchen Geld. Vielleicht können wir auch die Preise erhöhen. Ja, so ein bisschen. Ne? Tomaten nicht so eigentlich. So ein bisschen wie Zierwarzen, ne? Die wir ja eigentlich niemand haben. Oh, das war viel zu teuer. Ja, der kann man schon mal ein bisschen Preis erhöhen. Nicht schlecht. Promi ist hier auch. Er hat absoluten Vorrang. Sollte mal noch ein zweites, eine zweite Arztpraxis bauen. Eine fette da in der Mitte dauert viel zu lange. Was ist jetzt passiert? Jemand ist gestorben, oder? Ein geiler Arzt. Ein geiler Assistent. Und nur Kackhausmeister. Das gefällt mir natürlich. Hm. So, wer darf denn uns mal verlassen? Herr Osshuhn macht auch gerade Pause. Dann tschüss. Ja, die Ärzte. Oh, Klotz. Tut mir ja leid, aber... Frau Klotz? Will sie mich verarschen? Frau Klotz. Sie sind gefeuert, Frau Klotz. Ja. Waren nur Kurzarbeiterin. Es tut mir ja leid, aber ist eben so. Ja, dann schickt da mal einen Arzt hin. Wo ist denn unser Promi jetzt? Das dauert viel zu lange, Mensch. Okay, da brauche ich erstmal einen zweiten, glaube ich. Jetzt könnt ihr den upgraden. Wir brauchen Ärzte, Leute. Und Bänke. So. Ja, Leute. Ja, wo sind denn hier die Superärzte? Die sind alle scheiße. Was ist das denn? Ich krieg nur geile Krankenpfleger, aber gut, dann kann ich welche mitnehmen. Geile Assistenten. So, wer macht jetzt was, ne? Diagnose? Behandlung? Instandhaltung der allgemeinen Diagnose erforderlich. Psychiatrie darf.
Willst nur du machen? Die anderen beiden machen beides. Ich hab von das da und ich. Du bist nur unser Psychotherapeut. Diagnosekompetenz. Arztpraxis und Psychiatrie. Zufriedenheit ist auch wichtig. Diagnose ist. Ja, du darfst hier nicht arbeiten. Du sollst jetzt hier nicht arbeiten. Du da auch. Ah, da haben wir nur einen. Hm. Lass mal lieber so. Ja, okay, ist gut. Ja, kannst du machen. Ah, du wirst befördert. Scheiße. Hey Leute, wo sind denn. Ach komm. Komm jetzt einfach hier rein ins Krankenhaus. Ist egal. Noch ein zweiter Hausmeister ist auch wichtig. Stufe 4 mit Toiletten erreichen. Wie macht man das denn? Objekte wahrscheinlich kaufen. Er kriegt nur ein schönes Poster. Und ja, noch von Sonic. Ihr seid ja alle Sonic-Fans. Ach, Kardiologie. Okay. Lux sind Leuchte 2 und Flottering. Ja, Stufe 3 sind wir jetzt schon mal. Das ist schon mal gut, aber auch ein bisschen schlecht, weil es kaum noch Platz. Und noch irgendwas für Boden? Ey, das kann doch nicht. Jetzt fehlt hier nur ganz viel. Ja, gut. Ach, diesmal sind wir da weg. Ja, das können wir überspringen. Oh, Patientenpreis. Diesmal Arbeitgeber des Jahres. Krankenpfleger und Arzt. Eigentlich wie jedes Jahr. Immer dasselbe. Ah, Mann. Wenn ich das jetzt einfach so. Oh. Kann ich bitte nur die Tür nehmen? So. Feuerbrunnen. Alter. Ah, haben wir es jetzt endlich mal. Gut, perfekt. Mit den Pflanzen. Hallo. Sie hören Nigel Bickleworth. Ne, lass mal was schmecken da. Auf Radio 2Point. Ey. Willkommen zurück beim Radiosender. Aber ich glaube, ich kann mal mehr Toiletten bauen. Möglicherweise völlig überqualifizierter Moderator Sir Nigel Bickleworth. Ich bin hier, um zu informieren. Toiletten. Auch noch ein Gebäude. Ach du Scheiße. Den konnte ich auch noch upgraden. Ja, ja, ist okay. Monobraue. Ist keine Krankheit. Komm, das können wir auch noch kaufen. Wir haben nur gerade das Geld. Wir haben kein Geld mehr. Super. Können wir nur einen Arzt einstellen? Nein, alles Scheiße. Sag mal, warum gibt es hier immer so geile Leute und dann sind immer die Scheißleute auch. Stimmt, ein zweiter Hausmeister, dritter Hausmeister wäre nicht schlecht. Noch ein Krankenpfleger. Ist auch nicht schlecht. Okay, Jobs. Der Neue macht auch eine Station, oder?
Ja. Was schon? Kardiologie, was auch immer das ist. Was hast denn du für einen Brief? Ja, ist okay, mach doch. Okay, Monobiester. Ja. Okay, dann hätte ich das vielleicht doch nicht abgehören sollen. Ist jetzt egal. Wir kommen noch eine schöne Kardiologie hin. Nehmen wir neben das Töpferzimmer. Reicht das? Okay, gut. Ah, die Apotheke ist ja schnell jetzt unterwegs. Ui, der perfekte Hausmeister. Dafür muss uns einer jetzt Ziga verlassen, weil wir zu haben zu viele, würde ich sagen. Tja. Ja, vier Hausmeister. Wenn du fertig bist, dann wirst du gefeuert. So, fehlen noch zwei. Halt euch immer. Wo sind jetzt diese Scheißviecher? Ist jetzt fertig. Ich brauche mehr Ärzte. Komm, es fehlt doch nur noch eine Stufe. So. Wir sind gefeuert. Tut mir leid, aber das ist eben so. Was ist das? Herausforderung? Diagnosen. Wo kann man Leute auch raus und auch so? Ja, ich kenne auch niemanden, der das Spiel noch spielt. Naja, egal. Warum noch eine Stufe? Ihr Töpfertypi. Ach, ich brauche noch ein paar Bänke, deswegen wollte ich hier drüben nicht hin. Vor allem hier könnte man noch gerne ein bisschen warten. Fällt einem doch sehr. Kann mir hier vorstellen, noch ein paar Snackautomaten hinzustellen. Mülltonne auch noch. Und wer auch Bock hat auf einen geilen Feuerbrunnen. Packt man nämlich hier. Oh fuck. Der ist eindeutig zu heiß, habe ich mal gehört, kurz. Respawn macht's kalt. Was? Die Langeweile erhöht die Zufriedenheit. Na gut, ne? Wir haben hier mittendrin, ne? Können Sie schön Zeitung kaufen. Wir haben hier einen kleinen Kiosk. Ah, da brauchen wir vielleicht einen neuen Assistenten, aber passt schon. Ja, Mitarbeiter. Ah, das stärkt auch unsere Stufe. Und noch einen, komm. Och man, es reicht immer noch nicht. Ich will es mich verarschen. Komm schon. Ey, das ist nicht dein Ernst. Komm, du noch. Endlich, ja. Schön. Gut, der Impftöpfer 2 ist ja freigeschaltet. Ja, aber dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann erreichen wir Stufe 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.